Wir haben ein grosses Päckchen bekommen letzte Woche vor Sunrise. Und dort in diesem Päckchen haben wir 4 solche Controller fürs Handy bekommen. Mit dem Hinweis, hey, wollen wir nicht mal unsere Sunrise Game Cloud auschecken? Und das haben wir dann natürlich auch gemacht. Sunrise Game Cloud passt perfekt in die momentane Bewegung rund um Streaming und Cloud Gaming. Weil du musst nicht mehr machen, als einfach nur die App abladen, die genau so heisst, Sunrise Game Cloud, und hast dann auf deinem Handy Zugriff auf über 100 Spiele, die du einfach spielen kannst, die du nicht musst abladen. Und ich finde die Technologie ja einfach immer noch so crazy. Ich kann mir es nie wirklich vorstellen, dass es wirklich funktionieren soll. Ich meine, auf diesem Schinken soll ich ein Konsolengame spielen in hoher Qualität. How? Über 100 Games preist Sunrise an in diesem Angebot, das du spielen kannst. Und das Angebot ist auch recht vielfältig. Es geht von kleinen Indie-Games bis zu grossen AAA-Titeln wie Ultra Street Fighter 4 oder Star Wars The Force Unleashed 2. Monatlich sollen dann auch immer noch neue Games dazukommen, so das Versprechen. Soweit, so gut. Okay, wir haben die App abgeladen, wir verbinden den Controller mit dem Handy. Und dann müssen wir eigentlich nur noch ein Game auswählen und loszocken. So einfach soll es gehen. Ich teste das Angebot übrigens mit dem Pocophone F1, also inzwischen schon ein älteres Handy. Das macht es eben gerade noch ein bisschen spannender. Funktioniert es auf diesem alten Grad auch immer noch so gut oder braucht man ein leistungsstarkes Handy? Weil eigentlich wird ja nicht wirklich auf diesem Grad processed. Das wird ja alles via Cloud und Streaming gemacht. 5G hat das Handy auch geheiss. Und darum ist natürlich mein erster Test, wie funktioniert das auf 4G. Obwohl explizit empfohlen wird, dass es auf 5G oder sogar Wi-Fi gespielt und gebraucht wird. You have no power here, Sunrise. Ich spiele jetzt zuerst mal einfach auf 4G. Und tatsächlich, trotz älterem Handy und nur 4G läuft die Kiste. Wir können Dirt 4 aufstarten und ins Game reinspringen. Es ist ein bisschen ruckelig, die Auflösung ist nicht die höchste, aber hey, es läuft. Nur meine Rallye-Künste sind halt wirklich grottig. Zum Vergleich habe ich dann das gleiche Game noch mit einer Wi-Fi-Verbindung ausprobiert. Resultat? Besser. Viel besser. Auch wenn es vielleicht in der Aufnahme, die ihr jetzt seht, ein bisschen ruckelt. Das liegt an der Bildschirmaufnahme selber und nicht am Spiel. Also da ist die Rechenleistung vom Handy schuld. Das Spielerlebnis ist sehr flüssig mit Wi-Fi. Also Bild und Flüssigkeit top, aber über etwas haben wir noch nicht geredet. Und das ist vor allem bei E-Sports-Titeln doch dann schon ein Knackpunkt. Input-Lag. Das ist die Bezeichnung dafür, wie lange das ein Spiel braucht oder darstellt, wenn du den Stick führer bewegst und das der Charakter im Spiel dann tatsächlich macht. Bestenfalls ist das natürlich so kurz wie möglich. Es gibt auch viele Gamer, die darum die ganzen Wireless-Technologien noch nicht so vertrauen und immer noch auf ihre kabelgebundenen Mäuse und Tastaturen am PC schwören. Und welches Genre darf auf keinen Fall irgendein bisschen Input-Lag haben? Genau, Fighting Games. Und mit Ultra Street Fighter 4 bietet uns die Game Cloud auch das perfekte Game, um das zu testen. Werde ich trotz meiner Noob-Skills den ein oder anderen Schlag landen, ohne dass ich sekundenlang warten muss? Ja, auch bei Street Fighter merke ich nicht wirklich einen grossen Unterschied dagegen, wie wenn ich daheim am Computer oder der Playstation würde meinen besten Freunden aufs Maul hauen. Digital natürlich. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet und bin unterm Strich wirklich positiv überrascht. Schön ausgesehen tut es obendrauf auch noch. Jetzt müsste ich nur noch etwas besser werden und die Kombos tatsächlich anbekommen. Sunrise Game Cloud könnt ihr jetzt bei euch im App Store oder im Google Play Store abladen und für einen PC gibt es sonst auch noch eine App zum Spielen. Sunrise will übrigens das Angebot, das sie dort inne haben, künftig deutlich ausbauen. Das heisst, auf das könnt ihr euch freuen. Von meiner Seite aus hoffe ich, dass sie das Ganze noch ein bisschen aufhübschen, weil auch wenn der Service funktioniert und Games gut laufen, finde ich das Menü und das Interface noch nicht gerade top-notch, also da kann man sich noch am ein oder anderen Schräubchen drehen und das satt machen. Wenn das behoben wird und man künftig tatsächlich noch den ein oder anderen aktuellen Banger drin tut, dann ist Sunrise Game Cloud wirklich ein geiles Angebot. Wenn ihr euch selber überzeugen wollt, dann könnt ihr Sunrise Game Cloud selber 3 Monate lang kostenlos testen. Falls euch gefällt, kostet es noch jeweils 9.90 Franken pro Monat. Falls nicht, könnt ihr das jederzeit künden. Link dafür findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Viel Spaß!
Thank you.